In Sachen Maisernte kann ihm keiner was vormachen. Hans Tschickerl aus der Steiermark ist Landwirt und Lohnunternehmer. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern erntet er Jahr für Jahr hunderte Hektar Mais. Körnermais, der nach der Ernte getrocknet werden muss, damit er lagerfähig bleibt. Diese Trocknung kostet viel Energie. Und da ist Hans Tschickerl irgendwann ins Grübeln gekommen. Das war eigentlich im Jahr 2006. Da waren die Ölpreise irrsinnig hoch. Und da haben wir uns gesagt, um am Weltmarkt mithalten zu können, müssen wir praktisch einen billigen Rohstoff finden. Und der billige Rohstoff war eigentlich im Maiskolben zu finden, aber nur haben wir keine Technik dafür gehabt. Die Maisspindel, der eigentliche Kolben also, bleibt bei der Ernte normalerweise auf dem Feld und verrottet. Doch Hans Tschickerl wollte das ändern und die Spindeln als Heizstoff nutzen. Also fing er an zu basteln. Und nach 3 Jahren Entwicklungsarbeit war die Sache dann ausgereift. Ja, Sie sehen hier ganz eine konventionelle Erntemaschine. Vorne ist eigentlich der Getreidetank, wo eigentlich die Körner reinkommen, so wie es bei jeder Mähdrescher ist. Und die große Innovation liegt eigentlich hier am Hinterteil der Maschine, wo praktisch die Spindel praktisch nicht am Boden runterfällt, sondern sie wird praktisch drinnen gesiebt im Mähdrescher und wird dann in diesen Bunker, wie man hier sieht, wird das da gebunkert. In einem Arbeitsgang kann der umgebaute Mähdrescher also gleichzeitig Maiskörner und Maisspindeln ernten. Wobei pro Hektar bis zu 2 Tonnen Spindeln gewonnen werden. Deren Wassergehalt liegt bei rund 30%. Ihr Brennwert entspricht dem von 700 bis 1000 Liter Heizöl. Heizöl, das sich Hans Tschickerl in seiner neuen Trocknungsanlage für die Maiskörner jetzt sparen kann. Hier kann er die Spindeln direkt vom Feld weg als Brennstoff verwenden und spart so bares Geld. Längst hat er für seine Idee auch Mitstreiter gefunden, die ihn aus gutem Grund unterstützen. Wir befinden uns jetzt in einer Region, wo praktisch der geringste Waldanteil von Österreich vorherrscht. Das heißt, überall, wo so geringe Waldanteile vorherrschen, ist es für die Leute schwierig, von fossiler Energie auf Biomasse umzusteigen, weil einfach die Wälder übernutzt sind. Und mit der Maisspindel gelingt es praktisch auch in diesen Regionen, den Menschen sozusagen von der fossilen Energie auf nachhaltige Biomasse umzusteigen, helfen. Einer von denen, die gerade umgestiegen sind, ist Gerhard Holzapfel. Der Brennstoff für seinen neuen Ofen wächst auf einem Feld direkt hinter dem Hof. Ohne die Maisspindel wäre er auf Heizöl angewiesen. Das ist die ideale Lösung, weil ich nur 1 Hektar Wald habe. Na, und ich brauche für meinen Betrieb 2 Häuser plus Stall, die Wärme. Und mit 40 Hektar Mais kann ich das selbst ernten. Und das ist die günstigste Lösung für meinen Betrieb. Für etwas größere Öfen wie den von Gerhard Holzapfel ist die Maisspindel als Brennstoff unproblematisch. Schwieriger ist es allerdings bei kleineren, für den normalen Hausgebrauch. Holzpelletöfen etwa wären mit den Brenneigenschaften von Pellets aus Maisspindeln überfordert. Wie schaut es heute aus mit den Werten? Ja, du, ganz gut. Ja, da schau. Du siehst den Verlauf, da haben wir einen kurzen. Das Problem ist einfach das, dass bei den Maisspindelpellets der Brennstoff selbst, der Ascheschmelzpunkt viel niedriger ist als bei den normalen Holzpellets. Also da reden wir von Ascheschmelzpunkt von 800, 900 Grad. Und in der Verbrennung selbst überschreitet man weitaus 1000 Grad. Und dann natürlich beginnt die Asche zu verklumpen. Doch auch für dieses Problem haben findige Österreicher schon eine Lösung parat und diesen Ofen entwickelt, bei dem das Heizmaterial während des Verbrennens ständig in Bewegung ist und so nicht mehr verklumpen kann. Aber zurück zu Hans Tschickerl, dem für seine Maisspindel noch eine ganz andere Idee gekommen ist. Und zwar nutzt er die zerkleinerten Spindeln seit einiger Zeit auch als Einstreu für die 50.000 Masthühner, die er auf seinem Betrieb hält, und ist begeistert davon. Das Maisspindelgranulat hat den Vorteil, dass es immer rieselfähig ist und vor allem von der Absorptionskraft. Es hat irrsinnig hohe Absorptionskraft im Vergleich zum Stroh, das Doppelte. Also es kann 1,8 Kilo Wasser aufsaugen, 1 Kilo Maisgranulat.
Und das ist hervorragend. Feuchtigkeit am Boden ist gerade in Stellen dieser Größenordnung ein Riesenproblem und häufig die Ursache für Erkrankungen der Tiere und übergroßen Einsatz von Antibiotika. Im Granulat aus Maisspindeln können die Hühner nach Herzenslust picken und scharren und trotzdem bleibt der Boden trocken. Nach 5 Wochen, wenn die Tiere wegkommen, ist die Einstellung zum Schluss noch immer rieselfähig. Das schlägt sich natürlich auf die Leistung der Tiere auch nieder. Wir haben eine Top-Leistung in den Stallungen und die Tiere fühlen sich wohl. Und das ist für uns der größte Erfolg damit. Und es gibt noch mehr Ideen, was man mit Maisspindeln so alles anfangen könnte. Sie ließen sich zum Beispiel im Baubereich in Dämmplatten einsetzen oder als biologisch abbaubares Straßenstreumaterial im Winter. Hans Tschickerl jedenfalls ist überzeugt davon, dass er sich um den Absatz seiner Spindeln keine Sorgen machen muss. Wir sind überzeugt davon, dass in Zukunft, wo Mais steht, überall auch die Spindel geerntet wird. Weil es einfach schade ist, diesen Rohstoff am Boden wieder liegen zu lassen und verrotten zu lassen. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.